Man ist den ganzen Tag in der Wohnung. Ich halt's nicht mehr aus. Oh, Alter, mein Name ist Mein Gott, handeln wir einfach mal ein bisschen schneller. Diese Insel oder die? Viel, viel besser getarnt aus. Wir übernachten auf einer 5 Quadratmeter Insel mitten in der Natur. Oh, das Wasser kocht. Da gegenüber habe ich Wildschweine gehört. Was ist das denn jetzt für ein Tier? Das ist ja völlig wild. Nachdem ich gestern auch mit dem Felix Adventure Buddy eine mega verrückte Aktion gestartet habe und wir quasi drin eine Nacht verbracht haben und gemeinsam am Lagerfeuer in Anführungszeichen gesessen haben. So, das Lagerfeuer knistert im Hintergrund, schreit der Waldkauz und wir haben einen ganz, ganz besonderen Gast heute im Lager. Viele haben ihn tot geglaubt oder gedacht, wir haben uns zerstritten. Das ist nicht der Fall. Meine Damen und Herren, hier ist er. Hier ist PJ Adventure. Ich sag so, die Population ist gering bestückt. Du saßt auf einer Rolex. Ich bin's, der PJ. Ich höre den Waldkauz. Es ist mitten in der Nacht. Wenn wir schon draußen nicht losziehen können, haben wir uns gedacht, ziehen wir so zusammen los ins Abenteuer und wir wollen uns eine Kleinigkeit gleich zusammen kochen. Jetzt haben wir hier ein kleines Lagerfeuer am Start. Boah, mach mal, darf ich mal ganz kurz meine Hände da ein bisschen aufwärmen? Ja, aber sicher. Boah, es ist so kalt. Ich hab so gefroren. Ich habe ja so lange noch versucht, ein trockenes Plätzchen zu finden. Bei mir hier im Schwarzwald ist es so nass geregnet alles. Mein Gott, Alter Schwede. Habe ich im folgenden Video die Schnauze voll vom drin übernachten, vom drin sein müssen, tagelang drin sein müssen. Die meisten von euch da draußen kennen es ja wahrscheinlich. Und deswegen starte ich in diesem Video eine kleine Overnight-Aktion auf einer mini kleinen Insel irgendwo in Deutschland. Ich habe mein Boot ausgepackt und bin losgefahren. Und das werdet ihr jetzt im folgenden Video sehen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn am Ende werde ich nochmal gemeinsam mit Trustfire die T70, eine über 2300 Lumen starke Taschenlampe verlosen. Was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr aber erst am Ende des Videos. Jetzt geht's erstmal los mit dem Hauptvideo. Ist auf jeden Fall eine ganz verrückte Nummer geworden auf dieser mini-kleinen Insel. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Guten Mittag oder wann auch immer ihr gerade dieses Video guckt. Ich stehe hier in meiner Wohnung. Es ist immer noch Quarantäne angesagt, ich meine natürlich Ausgangssperre. Man kommt nicht so richtig raus, man ist den ganzen Tag in der Wohnung und genau das soll sich heute ändern. Ich halte es nicht mehr aus, ich kann auch nicht mehr in meinem Bett da vorne schlafen. Ich muss heute raus, dazu kommt das Boot ins Spiel und wir werden jetzt mal eine kleine Runde zusammen packen. Und dann werde ich euch später, wenn wir auf dem Wasser sind mit dem Boot, das machen wir dann aber erst nachmittags, erzählen, wo es hingeht und wo wir übernachten werden. Das ist eine sehr spontane Aktion, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir machen einen kleinen Overnighter und ihr kommt mit. Viel Spaß mit dem Video. Übrigens Outfit of the Day, Latschen, Outdoor-Hose und ein T-Shirt. Check! Zunächst aber müssen wir erstmal gucken, was wir hier aus meinem kleinen Ausrüstungsregal brauchen. Hier sind solche Sachen wie eine Bauchtasche, wie Äxte, Messer und das Ganze eben, ja, mittelmäßig sortiert. Ein paar Gaskartuschen sind am Start. Wir haben hier den Gaskocher, den ich gestern Abend tatsächlich sogar in der Wohnung genutzt habe, weil ich so unbedingt irgendwas Outdoor-mäßiges machen wollte. Jetzt brauchen wir aber was von hier oben als allererstes Mal. Und zwar würde ich sagen, fangen wir an. Wir brauchen eine Hängematte. Von Amazonas, der Klassiker. Wir werfen einfach mal alles da unten hin. Dann brauchen wir dazu natürlich auch die Aufhängung für die Hängematte. Das ist dann dieses gute Stück. Dann habe ich mir gedacht, nehmen wir einen Poncho mit, der so ein bisschen waldmäßig getarnt ist. Einfach aus dem Grund, weil man dadurch sehr, sehr schlecht das Boot finden kann. Wo wir dann pennen, da ist man nämlich relativ offen zu allen Leuten hin. Deswegen das Ding auch mit. Dann brauchen wir einen Schlafsack. Da nehmen wir wie immer... Fail. Dann nehmen wir wie immer den Carinthia Tropen mit. Allerdings heute mal in Kombination mit so einem kleinen Sommerschlafsack. Den habe ich irgendwann mal bei Globetrotter gekauft. Der ist schon uralt, funktioniert aber in Kombination im Winter sehr, sehr gut. Was würdet ihr machen? Ich habe hier eine kleine Luftisomatte, die könnte man sehr, sehr gut in die Hängematte mit einbauen. Oder wir machen es anders und nehmen diese. Dann ist das hier gerade schon runtergefallen. Das brauchen wir auch. Das ist ein Underkilt für die Hängematte. Sehr, sehr praktisch. Und dazu kommen natürlich noch einige andere Ausrüstungsgegenstände, die wir jetzt mal eben zusammenpacken. Ein Glaskocher, ein Wassersack, eine Tafel Schokolade, einmal Nudeln in Käsesoße, vegetarische Bolognese, eine Kopflampe für die Nacht und ein Messer. Und das war's eigentlich schon. Das nehmen wir mit auf unsere kleine
Tour. Boah, ich glaube, ich bin bereit. Es sind inzwischen ein paar Stunden vergangen, gerade war der Paketbote noch da und so weiter und so weiter. Die Sonne geht jetzt bald schon da hinten unter. So ein bisschen kann man es hier jetzt gerade erkennen. Die scheint noch schön rein, aber das ist auch gleich vorbei. Wir müssen uns jetzt beeilen, um zum Spot zu kommen. Und ich weiß noch nicht mal, ob man da überhaupt so gut übernachten kann. Wenn es nicht klappt, dann fahren wir wieder zurück und pennen einfach hier drin. Dann, ja, war's das halt. Weil weiter kommen wir mit dem Boot auf die Schnelle nicht, weil schnell geht's damit nicht voran. Klein, aber fein, das Ding. So, ab geht's. So Leute, ich sitze im Boot. Wir haben keine, aber auch gar keine Zeit zu verlieren. Also, packen wir's. Als erstes mal die Sonnenbrille aufsetzen. Weg aus dem Wohngebiet, rein in die Natur. Oh, endlich raus aus der Wohnung vor allem. So Leute, wir erreichen jetzt gleich die erste Brücke. Ich habe auch mal überlegt, ob ich mal unter einer Brücke schlafen soll. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr darauf auch mal Bock habt. Boah, hört mal, wie es hier drunter gluckert. Alter, hier fährt sogar gerade ein Auto drüber. Habt ihr das gehört? Das hat richtig gerumst. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall richtig Hackengas geben, weil die Sonne steht gleich schon so tief, dass das Hochhaus hinter mir die Sonne verdeckt. Und sobald das passiert, dauert es keine Stunde mehr zu dieser Jahreszeit und die Sonne ist weg. Also paddeln wir einfach mal ein bisschen schneller. Es ist tatsächlich einigermaßen windig. Dadurch hat sie auch einige Wellen auf dem Wasser. Es ist echt schwer dagegen anzukommen, aber es ist geil zu sehen, dass sich die Leute darüber freuen, dass ich hier so eine Tour starte. Ich werde hier ordentlich nass irgendwie in dem Boot und habe schon so kurz gedacht, na mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Ich kann euch das halt leider so schlecht zeigen, weil ich die ganze Zeit am Paddeln bin und sobald ich aufhöre zu paddeln, sieht man das natürlich nicht mehr richtig, weil man dafür eine gewisse Geschwindigkeit haben muss. Und dadurch, dass das Boot zurzeit so tief vorne liegt, ja, passiert es dann eben, dass ich vorne so ein bisschen Wasser reinkriege. Das Boot, übrigens nach wie vor eine kleine Werbung. Haikanu hat mir das freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ja, es ist halt echt geil und sehr, sehr praktisch, dass ich da so viele Möglichkeiten habe und die mich so schön unterstützen. Sind echt super Jungs. Vielen Dank an der Stelle. Link zu denen ist in der Videobeschreibung. Aber jetzt nicht falsch verstehen, ich mache das Video jetzt nicht aus reinen Werbezwecken. Ich mache das Video, weil ich raus muss, weil ich draußen pennen will, weil ich ein Abenteuer erleben will und weil genau diese komische Situation jetzt hier mit den Füßen über dem Gepäck solch ein Abenteuer für mich darstellt. Also, weiter geht's. Auch eine ziemlich krasse Brücke hier am Start. Sieht die Sonne nicht geil aus, wie sie da hinter der Brücke auftaucht. So, jetzt geht's unter die dritte Brücke. Unter die Stützpfeiler. Und jetzt folgt eigentlich nur noch Natur. Es ist so geil, einfach mal kurz so ein spontanes Abenteuer zu starten. Das hier ist, glaube ich, auch die größte Wasserstelle, wo, ja, man ähnlich wie auf einem See paddelt. Es sind zwar immer wieder Inseln am Start, aber hier bin ich jetzt, glaube ich, so fast in der Mitte, an der tiefsten Stelle. Wenn hier was sein sollte, dann kann ich auch nicht mehr so schnell weg. Wildgänse. Kommen wir in so ein Gebiet, welches bewohnt wird von ganz vielen Wildganspärchen, die hier, glaube ich, tatsächlich auch brüten. Deswegen fahre ich da immer mit einem gewissen Abstand dran vorbei. Ich möchte die auf gar keinen Fall stören. Die letzten Male, als ich hier war, habe ich immer gedacht, das ist irgendwie so Everglades-mäßig hier. Man muss hier immer ein bisschen aufpassen, dass man das Boot nicht an umgestürzten Bäumen, die jetzt im Wasser liegen, streift. Ich meine, schaut euch das an hier. Hier hat es auch gleich ein Stück weiter vorne noch ein Bibernest. Ich habe hier nur witzigerweise noch nie einen Biber gesehen. Hier ist er. Das ganze Ding. Und da ist der Herr Schwan. Geht's Ihnen gut soweit? Wie ist die Lage hier? Haben Sie alles im Griff? Bei mir ist auch soweit alles gut. Danke der Nachfrage.
Sieht da ein sehr, sehr schönes Tier. Schaut mal, hier haben auch ganz viele Leute ihre Boote. Die fahren hier einfach alles mit dem Boot ab, weil es geht ja gar nicht anders. Man kommt hier definitiv mit dem Auto nicht rauf. Es gibt weder eine Fähre noch eine Verbindungsbrücke. Und das alles ist so naturnah gelegen. Ich hätte liebend gerne auch ein Haus auf diesem, ja, auf dieser Insel. So, wir sind jetzt gleich da. Aber so richtig da. Boah, mir ist gerade richtig kalt. Weil die Sonne dahinter einfach gerade verschwindet. Ah, da vorne tut sich die Insel auf. Das soll unser Schlafplatz werden. Entweder hier, diese Insel oder die. Ich bin mir noch nicht sicher. Wahrscheinlich nehmen wir eher die andere Insel. Weil hier sehe ich nicht die Möglichkeit einer Anbringung für die Hängematte. Die sehe ich aber hier ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Ui. Boah, hier muss ich aber ganz schnell los. Ha, wir steigen einfach mal aus und gucken mal. Ich hoffe, ich kann hier überhaupt aussteigen. Kein Spagat, nicht ins Wasser fallen. Alter. Eieieiei, aber ich glaube, wir sind tatsächlich an Bord. Auf dieser mini kleinen Insel. Rucksack Nummer 1. Ich glaube, das Boot steht hier jetzt ganz gut. Und jetzt muss ich mir das wirklich mal alles anschauen. Und vor allem muss ich mir was überziehen. Oh, es wird echt frisch. Also rein von der Ruhe her ist es hier top. Da kann man gar nichts sagen. Das ist wirklich ein Naturfleckchen sondergleichen auf dieser mini kleinen Insel. Nur weiß man halt immer nicht so ganz, wie die rechtliche Lage ist, was das angeht. Kann ich jetzt aber auch nicht ändern. Wenn jemand herkommt und nicht will, dass ich hier bin, dann hau ich eben wieder ab. Da gegenüber sind ganz viele Häuser. Da irgendwo, man sieht es ja, glaube ich, so ein bisschen in der Entfernung. Auch da ist nochmal eine Insel, hier ist nochmal eine Insel. Ich habe jetzt hier meine Sachen mal ausgebreitet. Hier meine eine Tasche, mein Rucksack und mein Paddel. Boot steht ja da drüben. Mein Plan ist es jetzt eigentlich, zwischen diesem Baum und diesem Baum die Hängematte zu spannen. Das könnte genau hier zwischen passen. Probiere ich jetzt mal eben aus. Unglaublich, wir übernachten auf einer 5 Quadratmeter Insel mitten in der Natur. Ist das abgefahren? So, ich habe jetzt immer auf dieser Seite hier diese Schlaufe angebracht. Auf der anderen Seite habe ich das auch schon angebracht. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt so passt von dem Abstand her für die Hängematte. Es scheint tatsächlich zu funktionieren. Ich habe jetzt hier auch schon das Moskitonetz drüber gebaut. Das müsste von der Höhe, wenn man drin liegt, auch einigermaßen hinkommen. Und dahinter die gerade verschwindende Sonne. Ist das nicht fett? Man kann hier tatsächlich sogar hochklettern. Dann sieht man die Sonne noch ein bisschen besser. Schaut mal. Ist das nicht herrlich? Diese Ruhe, keine Flugzeuge, kein Lärm, keine Menschen, nur zwischendurch das leichte Blubbern von einem Motor, von einem kleinen Motorbötchen. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Ich hoffe einfach, mich stört hier jetzt keiner die Nacht. Aber lebe dein Abenteuer. Ich würde jetzt hier irgendwie meinem Motto trotzen, wenn ich es jetzt nicht einfach probieren würde. Deswegen mache ich es natürlich. Einfach machen, Leute. Und morgen früh hauen wir in der Früh ab. So, damit unser Boot jetzt gleich so ein bisschen verschwinden kann, habe ich hier etwas mitgebracht. Ein Tarp, ein Poncho, besser gesagt. Und dann decken wir das hier ganz, ganz schön zu, soweit das geht. So, und jetzt sieht das Ganze doch schon viel, viel besser getarnt aus. Hier in den Ecken vom Tarp gibt es auch immer solche Ösen. Da werden wir jetzt nochmal Heringe reinhauen, damit uns das Ganze auch nicht wegfliegt später. Es ist soweit alles am Start. Das Boot ist ja einigermaßen versteckt. Ich finde, man sieht es schon wesentlich weniger als vorher. Es sind jetzt auch die Heringe im Boden. Die Hängematte hängt auch. Mit Blick aufs Wasser werde ich dann ja ins Bett gehen, auch wenn es dunkel ist. Und jetzt ist eigentlich die nächste Mission, endlich was zu essen zu machen, weil ich habe einen deftigen, kräftigen Hunger.
Also machen wir genau das jetzt, würde ich sagen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Event hier findet, Alter. Auf so einer Insel zu pennen, das habe ich wirklich noch nie gemacht. Vor allem nicht auf so einer kleinen Insel. Auf einer Insel habe ich schon mal gepennt, da könnt ihr auch gerne mal hier oben schauen. Aber auf so einer kleinen Insel hier, das habe ich wirklich noch nicht gemacht. Kaum hatte ich aufgebaut, kam auch schon der erste Paddler vorbei. Aber ich glaube, die waren ganz nett. Jedenfalls hatten sie kein Problem damit, dass ich dort übernachten würde. Nettes Plätzchen. Ja, ich finde auch. Kann einen eigentlich keiner stören. Bleibst du draußen? Ich bleib draußen, ja. Mal eine Nacht nicht zu Hause. Kann nicht schaden. Schönen Abend. Danke. Der Schock war überstanden. Jetzt konnte ich mir endlich was zu essen machen. Ich würde natürlich liebend gerne ein Feuer hier machen auf der Insel, aber A, habe ich hier überhaupt kein Holz und B, sollte man jetzt hier auch kein Feuer machen. Das muss nicht sein. Deswegen machen wir es mit dem Gaskocher. Zack. Und jetzt wird einfach nur die Ruhe genossen. Ganz, ganz herrlich. Oh. Genau das habe ich mir gewünscht. Ich habe sogar einen Blick auf die schöne Mondsichel. Die ist ganz, ganz schmal. Im Übrigen gibt's heute vegetarische Bolognese. Ich habe Bock drauf. 671 Kilokalorien für eine Portion. Das ist ordentlich. Ich habe noch beschmierte Brote. Ich habe ganz viel zu essen mit, Leute. Daran sollte es nicht scheitern. Oh, das Wasser kocht, das Wasser kocht. Jetzt nehmen wir uns vielleicht wirklich mal eine Kopflampe zur Hand. So, Leute, ich werde jetzt in die Hängematte gehen. Ich muss sehr, sehr leise sein, weil neben mir auf der Insel sind jetzt gerade tatsächlich zwei Wildgänse gestrandet, die nach Hause wollten, um dort zu übernachten. Wie geil ist das denn? Ich schlafe tatsächlich jetzt neben zwei Wildgänsen, die hier anscheinend wohnen. Deswegen, ich gehe jetzt in die Hängematte. Ich habe gut gegessen. Es gab leckere vegetarische Bolognese. Aber jetzt wollen wir die Gänse nicht weiter stören und verkriechen uns mal schnell in der Hängematte. Auch wenn es noch total früh ist. So sieht mein Lager im Übrigen aus. Dieses Fliegengitter hält echt alles ab. Man fühlt sich hier drin echt sicher, muss man sagen. Den Rucksack habe ich inzwischen hochgestellt. Ich glaube, das sieht man aber nicht so richtig. Doch, da ganz leicht. Hier, da ist er draußen. Auf dem Baum. Es ist mega, mega schön zum Rausschauen. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, mir wird das alles nicht zu kalt. Ich habe noch eine lange Unterhose draußen. Die müsste ich aber irgendwie dann überziehen. Das wird hier auf der Insel ein bisschen schwierig. Oh, ich glaube, ich werde sehr gut schlafen. Solange es nicht zu kalt wird. Ich glaube, ich werde mir keinen Wecker stellen und das Ganze einfach auf mich zukommen lassen. Vielleicht wachen wir dann erst um 11 auf, so wie normalerweise zu Hause. Wenn noch was sein sollte heute Nacht, werde ich euch informieren. Also, gute Nacht. Ciao. Was zum Teufel? Was ist das denn jetzt für ein Tier? Hier planscht es und lebt es. Ist ja völlig, völlig irre. Und auf der anderen Seite, da hinten, sieht man das? Da schwimmt irgendwo der Biber. Guten Morgen, Leute. Es ist kalt, grau, 7 Uhr morgens und ich habe mittelmäßig geschlafen. Ich war lange wach. Auf der Insel
Da gegenüber habe ich Wildschweine gehört, da leben anscheinend Wildschweine. Es ist auch mega krank irgendwie, die haben die ganze Zeit sich da gekloppt. Da vorne sind Wildgänse auf der Insel, seht ihr die? Da so ein ganz bisschen kann man sie sehen. Ja, und ich werde jetzt auch meinen Tag starten, werde mir noch eine Kleinigkeit am Gaskocher zu essen machen, alles zusammenpacken, das werde ich wahrscheinlich auch als erstes tun, mir dann was zu essen machen und dann fahren wir wieder zurück nach Hause. Wenn man hier so direkt in der Natur lebt und nicht nur an der Natur, ist es auch nochmal viel, viel krasser und intensiver, dieses Erlebnis. So, stehen wir auf. Oh, kalt, kalt, kalt. So, das Boot liegt jetzt wieder frei. Die Hängematte ist abgebaut. Und auch sonst sieht es jetzt wieder einigermaßen ordentlich aus. Ganz, ganz wichtig natürlich immer, das machen viele Leute nicht, deswegen erwähne ich es jetzt nochmal. Müll immer schön wieder mitnehmen. Ich habe hier so einen kleinen Beutel am Start. Das sieht natürlich total eklig aus da drin, aber Hauptsache, der Müll ist da drin. Und man kann ihn wieder mit nach Hause nehmen, weil so viele Menschen lassen in der Natur immer ihren Scheiß liegen, dass ich denke, dass es wichtig ist, das vielleicht auch zu erwähnen, auch wenn ich persönlich für meinen Teil denke, dass es selbstverständlich sein sollte, aber das ist es anscheinend nicht. Ansonsten haben wir alles wieder im Packsack drin. Alles, was ja nicht nass werden soll, ist hier im wasserdichten Packsack. Aber erstmal gibt es jetzt noch schöne Käsenudeln um 8 Uhr morgens zum Frühstück. Oh, das riecht so gut. Nudeln mit Käsesoße am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich würde sagen, an der Stelle war es das mit dem Video. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war ein kleines Video und ein kleiner Overnight, der aber auf jeden Fall mächtig Spaß gemacht hat und mir mal wieder so richtig gut getan hat und vor allem gezeigt hat, wie schön es ist, mal wieder in der Natur zu sein und auch dort zu übernachten. Und es hat ja auch funktioniert, neben den Wildgänsen zu schlafen, ohne dass wir sie gestört haben. Also würde ich sagen, solange man rücksichtsvoll mit der Natur umgeht, seinen Müll wieder mitnimmt und so weiter, ist es kein Problem, auch mal in Gebieten zu schlafen, wo man eigentlich theoretisch vielleicht nicht schlafen darf. Passt aber da an der Stelle auf jeden Fall immer auf und denkt vorher ein bisschen nach. In dem Sinne würde ich sagen, bleibt frauengesund, lebt euer Abenteuer und bis zum nächsten Video. Euer PJ Adventure. Ciao. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt endlich nochmal zum Gewinnspiel und was vor allem ihr dafür tun müsst. Trustfire hat mir diese T70 zur Verfügung gestellt. Diesmal kein OLED, aber keine Sorge, da kommen auch wieder Lampen. Diesmal eine Trustfire, mal was anderes. 2300 Lumen über 1000 Meter Leuchtweite und das ist das Besondere. Was müsst ihr also dafür tun? Ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben, welche Stelle aus dem Video, was ich hier gerade schneide und was ihr gerade gesehen habt, eure Lieblingsstelle war. Und dann wird einer von euch aus den Kommentaren ausgelost und ihr erhaltet die Taschenlampe. Alle weiteren Infos zu dem Gewinnspiel findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Auch die Teilnahmebedingungen stehen da nochmal verlinkt. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit dem Gewinnspiel und vor allem viel Glück. Am Ende bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer dass es sich definitiv lohnt, mal spontan loszuziehen. Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder wie ich mit dem Boot. Auch wenn die momentanen Umstände es nicht so richtig erlauben, aber zumindest alleine vor der eigenen Haustür könnt ihr die Welt ein bisschen entdecken.